Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Project Sibling, heute mit einem neuen Reaktion, wieder extra für euch. Und zwar beginnen wir auf Selena Gomez auf einer ihrer neuen Songs, People You Know, aus ihrem neuesten Album. Rare. Genau. Also, bevor ihr dieses Video anschaut, vergesst auf jeden Fall nicht ein Abo da zu lassen, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Und damit würde ich sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an. Also wieder ein gefühlvoller Song, Leute. Ich glaube, auf dem Album findet man sehr viele solcher Tracks. Und ich denke vor allem auch vor allem durch den Satz "These days we couldn't be farther". Also heute in diesen Tagen könnten wir nicht weiter voneinander entfernt sein. Safe geht's wieder irgendwie um Justin Bieber. Wow! Ich fand's so geil. Also Leute, manchmal muss ich mir Tracks zweimal anhören, damit ich sagen kann, dass ich sie geil finde. Ja. Aber bei Selena Gomez ist es anders. Vor allem die Lines, die sie gerade rausgehauen hat. Die waren zu hart. Die waren zu hart. Weil sie hat ja jetzt gerade gesagt, dass es halt eben passieren kann, dass du die Leute eben kennst. Also, dass du halt dachtest, dass du sie kennst. Aber wie kann es beispielsweise sein, dass du Leute kanntest und sie auf einmal zu Leuten werden, die du doch nicht kennst? Also wahrscheinlich wieder Justin Bieber, nehme ich an. Danke für die Übersetzung, Benni. Ja, ich wollte nur sagen. So, vor allem so viele verschwendete Nächte mit dir. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Also sie singt so viele verschwendete Nächte mit dir. Es ist schon also, krass. Ich stelle mir halt immer vor, Leute, ihr müsst euch vorstellen, die beiden sind in der Öffentlichkeit und der andere hört das ja auch auf jeden Fall. Ja. Hört sich das auf jeden Fall an. Und ich denke mir so, was denkt die Person dann dabei? Weil das Ganze er wird auch darüber alles wieder nachdenken. Ich denke, ihm hat es doch auch nicht locker gelassen, glaube ich. Zwar ist er jetzt verheiratet, aber. Ich fand, dass Selena und Justin haben so gut zusammengepasst. Ja, fand ich auch. Aber ja, wenn er sein Glück in Haley gefunden hat, in Haley gefunden hat, dann ist es ja schön, aber ja. Ja. So als Außenstehender war das ein süßes Couple. Ja, muss ich auch sagen. Ich finde aber ehrlich gesagt, dass der Song zwar wahrscheinlich nimmt sie es eben auf Justin Bieber, aber ich denke, ich finde es so allgemein eigentlich, weil ich denke, jeder hat das schon mal so gehabt, dass man sagen kann, du hast gedacht, du hast die Leute gekannt und am Ende denkst du dir so, ja, nicht mal wie haben sich die Leute in dem Sinn verändert? Oder vielleicht auch man selbst, aber vor allem die Leute, dass du jetzt so denkst, man kennt sie einfach nicht mehr. Warum sind sie jetzt so auf einmal? Und halt auch das Ganze nicht nur auf die Beziehung bezogen, sondern auch auf Freundschaften vor allem, vielleicht auch Familie. Kann auch sein. Okay, dann das ist ein krasses Beispiel. Ja, ich meine, du bist auch nicht mehr die du einmal warst. Was? Ich weiß. Ich muss sagen, ich finde einfach die Hook so übertrieben geil. Leute, ich weiß jetzt nicht. Also ohne ich finde, jeder kann sie einfach nachvollziehen, glaube ich. Ja. Wirklich jeder. Und ich weiß, sie hört sich auch gut an. Sie ist sofort im Kopf. Und
dadurch, ich finde halt, sie betont es halt nochmal so viel mehr, weil es ist nochmal so oft wiederholt einfach. Ja. Was ich als erstes wirklich sagen muss, es freut mich, dass auf jeden Fall Selena mit so einer kranken Musik schon mal zurückgekommen ist. Oh, mit so einem krassen Album. Also das Album ist bis jetzt, die zwei Songs, die wir jetzt gehört haben, sind halt schon echt krass. Ja. Und die, wo jetzt schon draußen sind, wo schon waren, ja, die sind auch sowieso halt mega. Und ich weiß nicht, ich finde es, mir gefällt es einfach. Mir gefällt es einfach auch. Und ich hoffe, dass sie einfach glücklich ist. Ja, ja, das sag ich auch. Gutes Schlusswort dann. Okay. Leute, wie fandet ihr den Track? Wie fandet ihr unsere Reaktion? Schreibt es in die Kommentare, teilt das Video, liked es, lasst ein Abo da. Folgt uns auf Instagram und Twitter auf Instagram Project. Punkt Sibling. Sonst Project. Sibling. Und schaut euch unsere anderen Videos an. Ich habe gerade gedacht, dort ist so einen guten Flow, gell? Ich so, okay, ich mach weiter. Also Leute, ciao.